Jo, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Pokémon Let's Go Pikachu. Ja, lange hat es gedauert und jetzt heute geht's weiter. Wir sind raus aus Silph Cove seit der letzten Folge. Heute geht's auf jeden Fall weiter mit der nächsten Arena. Und zwar Arena Nummer 5 müsste das mittlerweile schon sein. Herrlich, dass so viele neue Leute hier gekommen sind. Ich suche aber eigentlich tatsächlich gerade den Umweltforscher. Ich suche gerade tatsächlich nur den... das Pokémon Center. Jo, das ist auch wunderbar. So. Perfekt. Perfekt. Weil ich gehe mal Team jetzt heilen und dann gehen wir tatsächlich in die nächste Arena. Sorry, liebe Leute, das kann sein, dass ich mich dezent verschnupft anhöre. Ich bin auch ein bisschen kränkelt. Das bitte ich zu entschuldigen. Ich bin ein bisschen stuppen. So, halten wir unser Team gerade mal. Ich guck gerade mal, ich habe mich irgendwo mein. Ich dachte, ich hätte jetzt irgendwo tatsächlich mein. Moment, ich muss mal kurz mein Taschentuch holen. So, da. Gut, unsere Pokémon sind wieder topfit. Ich noch nicht so ganz, aber das wird hoffentlich irgendwann wieder. So, wir machen weiter. Mit der nächsten Arena. Und zwar der mit die von der guten Sabrina. Und zwar wird das tatsächlich, ja, ein bisschen tricky werden. Das bitte ich euch. Das ist klar, weil die nächste Arena wird eine Psycho-Pokémon-Arena. Das wird Garados wahrscheinlich eher der Fall sein. Mit der Finster-Aura. So. Und da geht's los. Ich glaube, ich habe hoffentlich die richtige Arena erwischt oder habe ich die, die Kampfarena erwischt? Nein, habe ich nicht. Cool. Ein bisschen was Neues. Die Arena sieht ja richtig fetzig aus. Hau die zukünftige Scheibe. Wie geht's? Wie steht's? Wenn das dein erster Besuch in dieser Arena ist, hau das sich ganz bestimmt schon aus den Socken. Aber was ist das Design, oder? Ja, auf jeden Fall. So, froh, dass die größte Stadt Kantos. Dementsprechend so groß sind auch die Anforderungen, die wir an die vielen Trainer stellen, die sich hier beweisen wollen. Eines dieser Pokémon muss mindestens Level 45 erreicht haben, sonst darfst du leider nicht rein. Zeig mir ein Pokémon, das mindestens Level 45 erreicht hat. Ach Gott, jetzt habe ich nicht. Ich habe keins. Also können wir noch nicht in die Arena. So ein Scheiß. Okay, wir können tatsächlich noch nicht in die Arena. Wir müssen also tatsächlich etwas anderes machen. Dann fangen wir tatsächlich an mit einer Route unten Richtung Fuchsadia City. Da überlege ich gerade. Dann machen wir das hier. So, dann geht's da runter. Und dort werden wir auch auf ein neues Pokémon treffen. Okay, dann hatte ich jetzt nicht gedacht, dass wir tatsächlich in die Arena nicht dürfen. 45% Pikachu da haben. Das heißt, wir machen den ersten Teil der Arena. Ersten Teil, da muss ich tatsächlich wieder doch über Team wechseln. Team. Bewegen. Dann geht Pikachu da vorne, weil ich muss dieses Pokémon auf Level 45 trainieren, damit wir weiterkommen können in der Arena. Okay, da können wir tatsächlich jetzt schon. Können wir tatsächlich sogar relativ früh. Oder diese Folge wahrscheinlich noch nicht, aber nächste, übernächste Folge vielleicht unser Teammitglied holen. So. Wie wir ja herausgefunden haben, gibt es ja tatsächlich keine Angeln in diesem Spiel. Oh ja, es hat was angebissen. Ja, ein Trainer. Jetzt kommen wir wieder aber nicht mit 6 Karpados, oder? Ich glaube, hier gibt es irgendwo einen Trainer, der 6 Karpados hat. Und das... Ja, nur eins. Okay. Er hat einen Stern, du. Okay. Gut, der Freund
ist besiegt. Sein Shadow hat relativ wenig Chancen gehabt gegen uns. So, dann geht's hier weiter. Immer mit der Ruhe. Das Warten hat, das Warten ist auch eine der Freund des Anglers. Ja, oh ja, als Angler muss man sehr viel Geduld haben. Ich war ja selber öfters mal angelt schon. Und zwar Aale. Und, ja. Manchmal muss man da wirklich warten. Oh ja, dann mach kurz sie. So, dann geht's jetzt weiter. Los geht's. Ja, mal gucken, ob wir die Route komplett hier sogar abgearbeitet bekommen. Ich glaube ja nicht. So. Ein Lockparfüm. Ah, hier ist verdammt viele Trainer gibt auf jeden Fall. So, okay. Da können wir noch nicht weitermachen. Dann haben wir hier noch einen Trainer. Da wird der Kampf des Jahrhunderts. Der Angelkönig gegen das Pokémon-Kind. Wunderbar, er kommt mit einem Karpador. Welche eine Überraschung. Jetzt kommen wir aber nicht mit so viel Karpadors, weil dann wechsle ich nämlich jetzt auf Bisaflora danach. Weil das zieht mir sonst unnötig die AP weg. Ja, gut, dann kommt der Gold King. Zumindest ein bisschen Abwechslung drin. Ich finde 6 Karpadors ist sowas von unnötig, weil das zieht. Ach, Dreck. So, da geht es jetzt einmal weiter mit Pikachu und der Donnerblitz-Attacke gegen unser Freund Gold King. Das dauert noch eine Weile, bis wir da jetzt wirklich irgendwann in der Arena antreten dürfen. Finde ich schade, aber gut. Ich glaube, die Arena hat wahrscheinlich wirklich so Level 50. Also würden wir noch unsere Schwierigkeiten bekommen. Aber ich glaube, Sabrina kommt jetzt tatsächlich wirklich nach Koga. Naja, wir müssen ein bisschen was tun. Wäre schön, wenn wir in der nächsten Folge ein bisschen was machen können. So, sprühloser Schutz. Wunderbar. Weiter geht die Reise nach unten. So, da ist noch ein weiterer Trainer. Eigentlich würde ich ja lieber mehr arbeiten, als hier die ganze Zeit nur zu angeln. Hä? Also wenn ich ehrlich bin, würde ich über Angeln jetzt arbeiten. Na gut. Jetzt kommt er mit einem Gyarados. Nein. Aber Gyarados sollte für Pikachu und nicht das ganz große Problem dastehen. Vor allem nicht auf dem Level. Level 27 nur. Nee, Gyarados hat keinen Stich. Ah, jetzt kommt der Karpador. Okay, da gehe ich auf. Komm, da gehe ich auf Sean. Ich bin. Jetzt fehlen noch 2 Level, glaube ich, für Sean. Ich glaube, Level 26 müsste das irgendwie sich entwickeln. So, dann einmal Psystrahl. Oh, ist der Zeckel ein. Okay, Karpador. Kind. Das ganze Ding bitte nochmal. Hallo, du lässt dich doch nicht vom Karpador wegdeckeln. Das funktioniert. Gut, tschüss, Karpador. Gut. Okay, weiter geht die Reise. Da unten ist bestimmt immer noch ein Trainer. Ah, perfekt, ein Last-Trainer, oder? Der Pattern-Pokémon ist aber knuffig. Lass mich gegen es kämpfen. Klar, gerne. Kein Problem. Kriegst hin. Kriegen wir hin. So. Was hat er? Tangela. Tangela wird's ja also ein. Okay.
Klingt jetzt gerade ein bisschen blöd, dass ich das so rummachen muss. Aber funktioniert ja genauso. Moment, da tausche ich eben kurz unser Freund Pikachu gegen mein Golbat. Tja, was soll der Scheiß denn? Komm. Oh, fast. Trotz Volltreffer fast down. Also Megasaugerfeuer kannst du ja nicht gelegen. Aber will der mich jetzt komplett hier... Aber das war gut jetzt hier. So, aber dann... Spukball abkriegen. Wunderbar. Dann geh da down. Knirscher. Winzer-Aura für der Attacke. Also, sehe ich nicht, ne? Shit. Komm. Zieh dir Wasser. Und Onix. Okay. Onix wirst du also einsetzen. Den Megasauger hinterher packen. Ja. Onix hat keine Chance. Und tschüss, mein Freund. Ich finde den Hintergrund auch sehr cool. Und die Umgebung an sich. Level 25 für Traumato. Also ein Level brauchst du noch. Oder ist es schlimm? Nee, das reicht nicht. Schade. So, drei Hyperbälle. Oh, was haben wir denn hier? Ein kleines Relaxo, also. Das Pokémon schläft tief und fest. Möchtest du auf der Pokéflöte spielen? Klar. Ich spiele auf der Pokéflöte. Eine schöne Melodie. Oh, Relaxo ist aufgewacht. Upsi. Relaxo schaut dich mit hungrigen Augen an. Und, ist für mich doch jetzt nicht fressen, oder was? Oh, oh. Was ist das? Ich habe vergessen, etwas zu sagen, als ich die Pokémon-Hütte gegeben habe. Oha, sieht so aus, als käme ich genau im richtigen Blick. Es geht nämlich um Relaxo. Wenn der Relaxo aufwacht, dann ist das Erste, was es sieht, für Nahrung und schützt sich drauf. Klappt bei sowas, könnte übel enden. Deshalb solltest du versuchen, so schnell wie möglich zu besänftigen. Und zwar, indem du es gegen es kämpfst. Sobald du es besiegt hast, beruhigt es sich und wieder lässt sich wie gewohnt fangen. Genau, das ist genau wie bei den legendären Pokémon. Also es gibt ja vier hier in diesem Spiel, nämlich Arctos, Lavados, Zapdos und Mewtwo. Bei allen vier läuft das genauso gleich ab. Ihr müsst die Pokémon erst besiegen, bevor ihr sie fangen könnt. Nicht wie herkömmlich, dass ihr die Pokémon so direkt fangen könnt. Genau, wir müssen jetzt besiegen. Das wird natürlich am Ende wahrscheinlich gegen Mewtwo wird das verdammt schwierig werden, das Pokémon zuerst zu besiegen. Aber wie gesagt, vorher geht's einfach nicht. So, dann greifen wir mit Durchbruch. Ah, das kriegt. Wenn es jetzt kopflos alles war, okay. So, den zweiten Durchbruch setzen wir daher. Und Relaxo ist down. Und jetzt habt ihr oben links noch eine Uhr mitgesehen. Also diese Uhr, wenn diese Uhr runterläuft. Wenn diese Uhr auf Null ist während des Kampfes. Keine Chance. Dann ist dieses Pokémon weg. Also wir müssen es tatsächlich genau in diesem Zeitraum besiegen. Mit Mewtwo, wie gesagt, ist das genau das Problem. So, wir setzen den Hyperball ein am besten. So, Beutel. So, einmal kurz du. So, Relaxo gut. Und direkt mit dem ersten Pokéball ein Relaxo kassiert. Oder? Level 40 für dieser Floor. Und wir haben einen weiteren Eintrag für Relaxo. Es gibt uns noch ein zweites Relaxo im Spiel. Also falls ihr das verliert, gibt es noch westlich von Prismania City noch das zweite Relaxo.
So. Wunderbar. Dann aber Relaxo tatsächlich jetzt auch. Also nicht im Team, sondern... Gute Arbeit. Das war beeindruckend. Du wirst immer mal wieder Pokémon Relaxo wirklich dich unvermittelt angreifen. Stell dich zum Kampf und besiege sie. Erst dann kannst du sie fangen. Schon? Erst besiegen, dann fangen. Also, ich mach mich wieder auf den Weg. So. Man weiß nie, was der nächste Fang sein wird, wenn man seinen Angel nicht ins Wasser wirft. Genau so ist es. Ja, ich denke, diese Route hier runter machen wir noch fertig. Und dann, machen wir den Rest in der nächsten Folge. Aber erstmal dürfen wir gegen dieses Tentara kämpfen. So, bye bye, Tentara. Ja, wir müssen Level 45 auf jeden Fall ein Pokémon erreichen. So, er setzt Kingla jetzt ein. Ja, Kingla haben wir noch nicht gesehen. Zieht doch Level 36 ist diese Kingla. Wunderbar. Gut, dann haben wir das auch soweit. Was haben wir hier? Wer bin ich eigentlich? Verfixe zugedehnt, ich kann mich einfach nicht mehr erinnern. Ah ja, natürlich. Ich weiß, weißt du etwa, wer ich bin? Der Attackenverlerner. Wer soll ich sein? Der Attackenverlerner? Weißt du wirklich? Das bin ich überhaupt nichts. Okay. Gut. Das ist wirklich der verlangte Attackenverlerner, ja. So. Okay, dann geht's hier weiter. Was haben wir hier? Sagt dir die Fangserien etwas? Wenn man mehrere Pokémon dieselben Art vorgefängt, erhöht sich die Chance darauf, einen extrem starken Exemplar zu begegnen. Okay, ich dachte, der würde jetzt kämpfen wollen. Ich suche einen Mondschild. Hast du zufällig einen dabei? Nein, nicht mehr. Ich habe meinen für meinen Nidoking verwendet. Oho, dann hast du wahrscheinlich danach noch einen Nidorino. Oder du hast einen Nidorina. So. Ja, Nidorino. Was ich mir das fast gedacht habe. Wir sind jetzt fast Level 43. Also wir brauchen noch zwei Level. Dann dürfen wir erst in die nächste Arena. Und das ist ja das Ziel eigentlich auch. Aber wahrscheinlich machen wir Koga tatsächlich doch vorher. Oh ja. Wahrscheinlich machen wir Koga noch vorher. Das Gute ist, das würde mir helfen für das nächste Teammitglied. Hallo, Toxin. Swat. Muss das jetzt echt noch sein mit dem letzten Erfahrungspunkt? Oh. Dafür kriegst du einen auf die Nuss, mein Freund. Tschüss, Nidorino. So. Perfekt. Ein Laufwecker. Okay. So, dann machen wir das hier. Ja, bitte. Einmal kurz die Spalttechnik. Ja, klar. Oder das ist doch das. Noch ein Dings Trainer-Coach. Was für ein Speziergebiet ist Elektrizität? Daher kenne ich mich im Pokémon aus dem Meer nicht aus. Und jetzt waren aber alle wahrscheinlich nur ein paar Wasser-Pokémon noch zusätzlich. Gut, er setzt jetzt ein Elektrik ein. Er hat nur ein Elektrik, nur sie nebenbei. Also, Elektro gegen Elektro. Welches Level hat er? 36. Elektrik wäre cool, aber kann ich nicht nehmen. Wenn ich Evoli nicht habe, wenn ich Pikachu schon habe. Jetzt setzt er Ruckzuck-Keep ein, okay. Auf die Nuss, mein Freund. Und tschüss, Elektrik.
Und Level 43 für Pikachu. Noch zwei Level, liebe Leute. So, eigentlich wollte ich dieses Item hier mitnehmen. Das beinhaltet einen Wasserstein. Sehr schön. So, hier haben wir noch einen Trainercoach. Wenn man auf einer Brücke trainiert, auf der einem zu frische Meeresbrise um die Nase weht, stärke das die Wirkung des Trainings ungemein. Bis wir bald gecoacht werden. Yep. Dann auf für den Pokémon-Kampf. Na gut, dann machen wir das doch. Und du fängst mit einem Smetbo an, was mir natürlich sehr gelegen kommt, dass Smetbo den zweiten Flug hat, sollte es eigentlich gegen einen Donnerblitz nicht viel machen können. Ah, Trainer-Coaches haben ja so ihre Besonderheiten. Mal gucken, welche dieser hier hat. Das wird wohl auf jeden Fall nicht viel. So, jetzt hast du noch einen Biber wahrscheinlich, ne? Oh, der 26. Sehr geil. Naja, ein Pixie. Dann bleibe ich dabei bei Pikachu. Ich habe nämlich sonst kein Kampf-Pokémon. Ach, das Pipi hat richtig schöne... Zauberschall, okay. Ja, es dauert jetzt alles eine Weile. Ja. Hör mal, mein Freund. Willst du mich doch nicht einschläfern? Komm, Hammer, Donnerwelle. Machen wir es erstmal kurz. Ein bisschen langsamer. Pixie. Ja, Pixie ist so nervig. Jawohl. So, jetzt bitte nur. Ja, selbst wenn ich die ganze Welt, wenn der Donner trifft, ist dieses Pokémon, wird dieses Pokémon eher aushalten. Ich vermute es. Ich vermute, dass es das aushält. Klapp, aber es hat's. Gut. Und jetzt geht's noch mit dem Durchbruch hinterher und feiern. Wunderbar. Na, Pixie macht nicht so Ärger. Es hat einmal getroffen und das war's. So, was gibst du mir jetzt? Erstmal die Entwicklung für Traumato, zu Hypno. Sehr schön. Das Hypno haben wir bisher nur beim Gegner gesehen. Was für ein Kampf! Was für eine Atmosphäre! Hier, ein kleines Dankeschön! Ah, du bringst mir also die TM 59 Traumfresser! Okay, perfekt. Wunderbar. So, sind wir durch? Würde sagen, ja. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Pokémon Let's Go Pikachu und dann geht es hier weiter mit dem nächsten Teil dieser Route. Bis dahin und auf Wiedersehen. Tschüss.